Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, das ist die Regierungserklärung des hessischen Kultusministers, Wertevermittlung, Digitalisierung und Förderung der Bildungssprache Deutsch. Wir bauen die Schule von morgen. Unter den Redezeiten, unter den Fraktionen vereinbart ist eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bildung ist der Garant für den Wohlstand und die soziale Sicherheit unseres Landes, für die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft und zugleich Basis für den Erfolg individueller Lebensbiografie. Bildung ist somit und sicherlich nicht nur für mich die zentrale Zukunftsaufgabe. Dabei muss Schule, das umfassende Ziel einer qualitativ hochwertigen Bildung und Ausbildung, der Gesamtheit aller charakteristischen Eigenschaften eines Menschen verfolgen, und das innerhalb eines ausdifferenzierten, aber durchlässigen Schulsystems, um so die unterschiedlichen Begabungen, Neigungen und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen optimal zu fördern. Für uns ist das individuelle Angebot entscheidend. Denn kein Kind und kein Jugendlicher ist gleich. Jeder braucht eine individuelle Förderung. Deshalb, meine Damen und Herren, wenden wir uns auch entschieden gegen alle Formen von Gleichmacherei und Zwang und wissen, die bestmögliche Bildung in diesem Sinne erreichen wir für unsere Schülerinnen und Schüler durch die höchstmögliche Qualität der Arbeit an und in unseren Schulen. Nur durch eine hohe Qualität von Schule und Unterricht können unsere Kinder und Jugendlichen ihre vielfältigen Potenziale in ihrer sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung möglichst unabhängig von ihrer familiären und sozialen Herkunft entfalten. Von dieser Maxime werden wir uns auch in den kommenden Jahren leiten lassen, meine Damen und Herren. Dabei gilt, dass Bildung auch auf den Wandel der Gesellschaft reagieren und sich den damit einhergehenden neuen Herausforderungen stellen muss. Und das erfahren wir im Moment gerade, was die zunehmende Digitalisierung der Welt betrifft. Aber das alte Sprichwort, was lange währt, wird endlich gut, trifft zum Glück auch auf den Digitalpakt zwischen Bund und Ländern zu. Und ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass seine Umsetzung bzw. sein erfolgreicher Start im Rahmen der hessischen KMK-Präsidentschaft erfolgt ist. Überhaupt ist es so, wenn ich heute zu Ihnen über verschiedene Schwerpunkte unserer bildungspolitischen Arbeit spreche, dann sind das alles zugleich auch Schwerpunkte meiner derzeitigen Tätigkeit als Präsident und unserer gemeinsamen Arbeit im Rahmen der Kultusministerkonferenz. Das ist für mich auch ein Zeichen des funktionierenden und nach wie vor unerlässlichen Bildungsföderalismus. Schließlich ist den Ländern aus gutem Grund die Hauptverantwortung für die Bildungspolitik übertragen worden. Nur sie können sowohl bürgernah als auch mit dem notwendigen Blick auf das Ganze eine Bildungspolitik aus einem Guss betreiben. Wer meint, eine Zentralisierung führe hier zu mehr Erfolg, der möge sich der Mühe unterziehen, Bildungsergebnisse zentralistisch regierter Nachbarländer auszuwerten. Zugunsten des Zentralismus spricht aus empirischer Perspektive gar nichts. Vielmehr gilt es nach wie vor, für einen echten Wettbewerb im Bildungssystem einzutreten, der jedenfalls bei uns in Hessen nachweislich Innovationsdynamik erzeugt und Kreativität sowie Qualität an den Schulen fördert. Wenn alles nach Berlin geschoben würde, hätte das vor Ort nur eine organisierte Verantwortungslosigkeit zur Folge, und niemand, weder Schüler noch Lehrkräfte, gewänne dabei etwas, meine Damen und Herren. Mit einem Volumen von 5 Milliarden Euro Bundesmitteln ist der Digitalpakt sicherlich ein wesentlicher Schritt, um die Digitalisierung unserer Schulen voranzubringen. Hessen, das wissen Sie schon aus vorherigen Debatten, erhält rund 372 Millionen Euro über die Gesamtlaufzeit von 5 Jahren. Aber zusätzlich stocken wir als einziges Land gemeinsam mit den Schulträgern die bewilligten 372 Millionen um 25% auf, sodass unseren Schulen in den kommenden 5 Jahren rund 500 Millionen Euro zur Verfügung stehen werden. Das ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann, meine Damen und Herren. Das sind rund 100 Millionen Euro pro Jahr und entspricht rund 540 Euro pro Schülerin bzw. Schüler. Diese Gelder sollen unter anderem in schulisches WLAN und die Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik, Cloud-Lösungen und Lernplattformen fließen, wobei das Land mit dem Schulportal Hessen bereits eine Landeslösung für die hessischen Schulen aufgebaut hat und stetig weiterentwickelt, um ihnen ein einheitliches Angebot zu unterbreiten. Das Schulportal Hessen wird die pädagogische Online-Lern- und Arbeitsplattform für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler. Es wird Lehrkräfte bei der Planung und Organisation von Unterricht unterstützen und so auch schulische Organisationsabläufe erheblich erleichtern.
Rund 520 Schulen in Hessen nutzen das Schulportal bereits äußerst erfolgreich. Im Laufe des Schuljahres 2021/22 werden die Schulen dann flächendeckend damit arbeiten können. All dies sind zentrale Maßnahmen unseres Erfolgsprogramms Digitale Schule Hessen. Meine Damen und Herren, wir wollen mit dieser finanziellen Unterstützung dauerhafte Strukturen in den Schulen schaffen. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch noch einmal klarstellen, dass die digitale Infrastruktur allein noch für keinen besseren Unterricht sorgt und keine kompetenteren Schülerinnen und Schüler als Ergebnis haben wird. Und ich rufe dazu keinen anderen als Bill Gates als Kronzeugen an, der zu Recht betont, Technologie ist nur ein Werkzeug, damit Kinder zusammenarbeiten und motiviert werden, ist der Lehrer am wichtigsten. Und spätestens seit der großen Studie von John Hattie wissen wir sowieso, dass es bezüglich der Unterrichtsqualität vor allem auf die Arbeit und Haltung der Lehrkräfte ankommt. Die digitale Infrastruktur bildet für mich daher nur den äußeren Rahmen. Von zentraler Bedeutung sind pädagogische Konzepte der Schulen und gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, damit digitale Technologien im Unterricht so eingesetzt werden können, dass ein pädagogischer Mehrwert entsteht. Das gilt für die neu Einzustellenden genauso wie für die bereits im Dienst befindlichen Lehrkräfte. Und genau das, meine Damen und Herren, verdeutlichen auch unsere Bausteine von Digitale Schule Hessen. Mit der Digitalisierung wird freilich auch die Wertevermittlung in unseren Schulen immer wichtiger und komplexer. Und auch das wissen und thematisieren wir daher als Schwerpunkt in der Kultusministerkonferenz. Unsere Schülerinnen und Schüler wachsen ganz selbstverständlich neben der analogen auch in der digitalen Welt auf. Damit begegnen sie dort aber zugleich Gefahren, wie z.B. Fake News, Cybermobbing oder Hate Speech. Einem aufgrund dieser Tatsachen notwendigen kritischen Umgang mit digitalen Medien messen wir eine hohe Bedeutung bei und tragen die mit einem vielfältigen Maßnahmenpaket zur Medienkompetenz und zum Jugendmedienschutz Rechnung. Außerdem legen wir Wert darauf, dass der Einsatz digitaler Medien altersgerecht stattfinden soll. Ebenso wichtig ist es aber, meine Damen und Herren, unseren Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass Werte und Regeln des analogen Umgangs miteinander auch in der digitalen Welt gelten. Diese darf kein rechtsfreier Raum sein und keine wertefreie Zone. So stellt für mich einerseits die freie Meinungsäußerung in Internetforen genauso ein geschütztes Gut dar wie in realen Gesprächssituationen. Das heißt aber nicht, dass unter dem vermeintlichen Schutz der Anonymität sozialer Netzwerke zu Hass und Gewalt aufgerufen werden darf. Einer Verrohung der Sprache, wie wir sie leider in diesen Netzwerken zunehmend beobachten können, müssen wir deshalb mit aller Entschlossenheit entgegentreten. Aber auch im Hinblick auf eine funktionierende Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind klare Werte und Prinzipien unabdingbar. Ich möchte daher die politische Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche innerhalb wie außerhalb von Schule stärken und ausbauen. Mir geht es darum, für ein Lernklima zu sorgen, das einer Verrohung der Gesellschaft frühzeitig und entschieden entgegenwirkt. Und keine Ideologie und keine Tradition, kultureller, religiöser, familiärer oder anderer Art, darf unsere Grundrechte und unsere Verfassung relativieren, meine Damen und Herren. Unsere Schulen müssen unsere Kinder und Jugendlichen im Geist unserer Grundrechte und der daraus abgeleiteten Werte zu mündigen Staatsbürgern erziehen. Und die im Mai veröffentlichte Wertebroschüre Grundrechtsklarheit, Wertevermittlung, Demokratieerziehung stellt für mich in diesem Zusammenhang einen wichtigen Meilenstein dar. Als praxisorientierte Handreichung für einen fächerübergreifenden, werteorientierten Unterricht mit klaren Aussagen hinsichtlich unserer Grundrechte und wichtigen Hinweisen sowie Lösungsbeispielen für rechtliche Konfliktfälle, sei es z.B. im Sport- oder im Schwimmunterricht. Alle unsere Lehrkräfte haben damit unabhängig von ihren Unterrichtsfächern einen Leitfaden an der Hand, der ihnen immer dann hilft, wenn sie Rat im Umgang mit extremistischem Verhalten im Unterricht und bei der Demokratie- und Wertevermittlung in der Schule benötigen. Denn Rassismus, Ausgrenzung und Judenfeindlichkeit und andere abscheuliche Auswüchse machen nicht vor der Sporthalle oder dem Chemieraum Halt. Diese Handreichung reiht sich außerdem ein in eine Fülle von Maßnahmen, die wir in jüngster Zeit bereits angestoßen haben. So z.B. das Projekt Netzwerklotsen zur Schulung bei Fragen und Konfliktfällen im Kontext extremistisch oder antisemitisch motivierten Verhaltens und das Interventions- und Beratungsprogramm zur Antisemitismusprävention an hessischen Schulen gemeinsam mit der Bildungsstätte Anne Frank. Zusätzlich hat die Kultusministerkonferenz auf Initiative Hessens jüngst beschlossen, allen Schülerinnen und Schülern während ihrer Schullaufbahn ein Grundgesetz zur Verfügung zu stellen. Das tun wir in Hessen schon länger, und es ist für mich ein wichtiges Symbol für die Bedeutung unserer Verfassungsordnung als Grundlage des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft.
Meine Damen und Herren, da politische Bildung und die daraus erlangten Erkenntnisse die grundlegende Voraussetzung für das Verständnis politischer Prozesse und politischer Urteilsfähigkeit und damit für die Partizipation des mündigen Bürgers in einer Demokratie sind, trete ich außerdem dafür ein, das Fach Politik und Wirtschaft zu stärken. Martin Luther King hat einmal betont, die Funktion der Bildung sei es, zu intensivem und kritischem Nachdenken zu erziehen. Dieser Gedanke hat für mich gerade auch bezüglich einer umfassenden Politik, Demokratie und Wertevermittlung eine besondere Bedeutung. Populistische Anfeindungen von links und rechts, plumpe Vereinfachungstendenzen in den sozialen Netzwerken oder antisemitische Äußerungen auf dem Schulhof machen leider immer wieder deutlich, dass die Werte des Grundgesetzes auch im 70. Jahr seines Bestehens ständig aufs Neue zum Ausdruck gebracht und verteidigt werden müssen. Es war und ist mir ein besonderes Anliegen, unsere Lehrkräfte bei dieser zentralen Aufgabe noch besser zu unterstützen. Meine Damen und Herren, ein weiteres selbstgewähltes zentrales Thema meiner der hessischen Präsidentschaft in der Kultusministerkonferenz ist die Stärkung und Förderung der Bildungssprache Deutsch in Hessen und darüber hinaus. Dabei geht es mir nicht nur um die Pflege eines unserer wichtigsten Kulturgüter, sondern auch darum, über die Beherrschung der Sprache die Fähigkeiten unserer Kinder und Jugendlichen zu klarer Analyse und zu argumentativem Denken zu bewahren und zu fördern. Das Beherrschen unserer Sprache ist die Grundlage von Bildung in fast allen Schulfächern und darüber hinaus von zentraler Bedeutung für das Leben in unserem Land sowie eine Grundvoraussetzung für gelingende Integration, beruflichen Erfolg und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Deshalb ist es mir wichtig, dass die deutsche Sprache im gesamten schulischen Umfeld gepflegt wird. Entsprechende Empfehlungen der Kultusministerkonferenz werden wir Ende des Jahres erwarten können. Und aus aktuellem Anlass möchte ich an dieser Stelle noch einen Punkt aufgreifen, der zuletzt im sogenannten Sommerloch für Aufsehen gesorgt hat, nämlich die Frage, ob Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse erst später eingeschult werden sollen. Die Frage sollte besser so gestellt werden, wie können wir Kindern die für ihre Einschulung erforderlichen Deutschkenntnisse vermitteln? Und, meine Damen und Herren, alles, was in diesem Zusammenhang an möglichen Maßnahmen und Vorschlägen diskutiert wurde, ist für uns in Hessen nichts Neues. Mit der flächendeckenden Einführung von Vorlaufkursen 2002 waren wir in Hessen Vorreiter. Und bislang waren rund 95% der Kinder, die an einem solchen Vorlaufkurs teilgenommen haben, in sprachlicher Hinsicht erfolgreich und konnten in die erste Klasse einer Grundschule regulär eingeschult werden. Auf diesem erfolgreichen Weg werden wir fortfahren, meine Damen und Herren. Darüber hinaus werden wir unser Augenmerk auf eine korrekte Rechtschreibung und das Beherrschen einer verbundenen Schreibschrift richten. Die Bildungssprache Deutsch muss am Ende der 4. Klasse in Wort und Schrift von allen Schülerinnen und Schülern auf dem für die weiterführende Schule erforderlichen Niveau beherrscht werden. Deshalb spreche ich mich für eine frühzeitige verbindliche Korrektur von Rechtschreibfehlern im Deutschunterricht und natürlich, die Debatte kennen Sie, gegen alle Formen des sogenannten Schreibens nach Gehör aus. In der Grundschule wird vor allem die dauerhafte Implementierung unseres Grundwortschatzes zur Förderung der Bildungssprache Deutsch beitragen. Und wir werden den Stundenplänen für die Grundschule sukzessive eine Stunde Deutsch pro Jahrgang hinzufügen. Das alles, meine Damen und Herren, ich könnte noch viele andere Maßnahmen aufzählen, unterstreicht die Bedeutung, die wir diesem Thema auch im Rahmen unserer Bildungspolitik beimessen. Ich möchte jedoch einen weiteren Schwerpunkt nicht unerwähnt lassen, unser erfolgreiches Ganztagsschulprogramm. Auch das werden wir in den kommenden Jahren mit großen Schritten fortsetzen und ausbauen, und zwar ganz unabhängig von dem, was in Berlin passiert oder nicht passiert, um so für unsere Schülerinnen und Schüler mehr Zeit zum Lernen und zur individuellen Förderung zu generieren. Auf diesem Wege werden wir weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Bildungsentwicklung unserer Kinder leisten und außerdem ihre Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. Dies ist ein Anliegen, das von der heutigen Elterngeneration häufig vorgebracht wird und aus dem wir für uns die Aufgabe und Verpflichtung ableiten, im Ganztagsbereich an Grund- und weiterführenden Schulen für ein umfassendes, qualitativ hochwertiges und pädagogisch anspruchsvolles Bildungsangebot zu sorgen. Aber auch in Zukunft werden wir in diesem Bereich auf die bewährten Prinzipien der elterlichen Wahlfreiheit, der Angebotsvielfalt und der Bedarfsorientierung setzen. Wir werden unser Erfolgsmodell, den Pakt für den Nachmittag, das umfangreichste Ausbauprogramm für den Ganztag, das es je in Hessen gab, zum Pakt für den Ganztag weiterentwickeln. Hier werden unsere Grundschulen beispielsweise die Möglichkeit erhalten, ihr Ganztagsangebot bis 14.30 Uhr auf ihren Wunsch hin als gebundenes oder teilgebundenes Modell auszugestalten.
Damit können auch alle Grundschulen am Pakt teilnehmen, die entweder für die ganze Schule oder auch nur für einzelne Klassen an bestimmten Tagen der Woche ein Angebot über den Vormittag hinaus verpflichtend machen. Und für alle Varianten, egal ob freiwillig oder verpflichtend, gilt, für den vom Land verantworteten Teil des Pakts stellen wir die Gebührenfreiheit bis mindestens 14.30 Uhr sicher. Und wir werden außerdem hinreichend Ressourcen bereitstellen, um auch weiterhin jeder Schule, die die Voraussetzungen für das Profil 3-Programm erfüllt, die Aufnahme in dieses Profil zu ermöglichen, meine Damen und Herren. Herr Staatsminister, ich will nur ganz zurückhaltend auf die zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit hinweisen. Ja, das ist das Problem mit dieser verkürzten Zeit. In 15 Minuten kann man wirklich nur eine kleine Auswahl unserer Schwerpunkte präsentieren. Dann lassen Sie mich noch darauf hinweisen, dass wir in dieser Wahlperiode auch ein Programm zur spezifischen Unterstützung von Schulen mit besonderen Herausforderungen auf den Weg bringen wollen. Das geschieht, wie Sie wissen, vor allem in Form von multiprofessionellen Teams aus Lehrkräften, aus sozialpädagogischen Fachkräften, aus Förderschulpädagogen, aber auch unsere Schulgesundheitsfachkräfte möchte ich hier nennen. Konkret werden wir z.B. eine feste Zuweisung von sonderpädagogischen Lehrkräften für den inklusiven Unterricht, den Ausbau der schulpsychologischen Betreuung und eine Ausweitung der Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte vornehmen. Bei alledem bedarf es natürlich weiterhin einer verlässlichen Ressourcenausstattung. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch einmal allen Beteiligten zum gelungenen Schuljahresstart gratulieren. Sie haben es trotz der auch in Hessen nicht einfachen Situation ermöglicht, dass sich die Lage zum Schuljahresbeginn gegenüber dem letzten Jahr noch einmal deutlich gebessert hat und die Unterrichtsabdeckung gesichert ist. Und dafür gebührt mein herzlicher Dank jeder Lehrerin, jedem Lehrer, allen Schulleitungsteams und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bildungsverwaltung für ihren täglichen vorbildlichen Einsatz und ihr hohes Engagement zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler. Meine Damen und Herren, zwei wichtige Punkte möchte ich noch erwähnen. Erstens. Nicht nur aus diesem Grund beabsichtigen wir, unsere engagierten Lehrerinnen und Lehrer in den kommenden Jahren noch stärker zu unterstützen und zu entlasten, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft, die Erteilung eines qualitativ hochwertigen Unterrichts, konzentrieren können. Vor allem Schulen mit besonders hoher Schülerzahl und Koordinierungsaufwand, z.B. im Ganztag, aber auch kleinere Systeme werden in erheblichem Maße davon profitieren, dass wir in einem ersten Schritt die Schulsekretariate mit 500 zentral finanzierten Verwaltungskräften aufstocken werden. Und zweitens. Obwohl die Gesamtschülerzahl mit rund 759.000 weitgehend unverändert geblieben ist, erhöhen wir mit Beginn des neuen Schuljahres die Zahl der Lehrerstellen erneut um gut 600. Damit, meine Damen und Herren, werde ich in meiner Amtszeit als Kultusminister fast 5.000 Stellen neu geschaffen haben. Das ist ohne Beispiel in der Geschichte dieses Landes. Aber genauso engagiert und intensiv investieren wir vor dem Hintergrund der angespannten Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt in die Nachwuchsgewinnung und haben aus diesem Grund mit den Universitäten in Gießen, Frankfurt und Kassel Vereinbarungen getroffen, um bereits zum kommenden Wintersemester die Studienplatzkapazitäten für das Grundschullehramt um weitere 135 Plätze zu erhöhen. Dazu kommen noch einmal 30 Studienplätze für das Förderschullehramt an der Universität Gießen. Und selbstverständlich leisten wir als Land hier auch unseren Beitrag, indem wir 250 zusätzliche Stellen im Vorbereitungsdienst bereitstellen, um so für qualifiziertes Personal zu sorgen. Denn dieses qualifizierte Personal, meine Damen und Herren, ist und bleibt der entscheidende Baustein jedes Bildungskonzeptes. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Aristoteles sagte einst, Bildung ist die beste Vorsorge für das Alter. Genau in diesem Sinne verstehen und setzen wir um, was unsere Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern wollen. Verstehen und setzen wir um, was unsere Schulen brauchen. Wir setzen auf eine aktive Wertevermittlung. Wir machen die Schulen fit für die Digitalisierung. Wir widmen uns intensiv unserer Bildungssprache Deutsch. Wir erweitern unsere Ganztagsangebote. Und wir unterstützen Schulen mit besonderen Herausforderungen. Und auf diesen Schwerpunkten bauen wir die Schule von morgen zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Prof. Lorz.
Überzogene Redezeit ist 4 Minuten. Das heißt, entsprechend verlängert sich für die Oppositionsfraktionen die Redezeit. Aber das wird sich schon einpendeln. Und insoweit darf ich jetzt dem Vorsitzenden der Fraktion der Sozialdemokraten im Hessischen Landtag, dem Abgeordneten Thorsten Schäfer-Gümbel, das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Fraktionsvorsitzender, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! In einer Zeit eines umfassenden und tiefgreifenden technologischen Wandels ist die Bildungsfrage die entscheidende Zukunftsfrage. In unseren Schulen wird heute der Grundstein dafür gelegt, ob unsere Kinder morgen zu den Digitalisierungsgewinnern gehören oder zu den Digitalisierungsverlierern. Unsere Bildungspolitik entscheidet heute, ob unsere Kinder Veränderungen als Chance begreifen oder als Risiko. Unsere Bildungspolitik entscheidet heute den Wohlstand und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft von morgen. Deswegen bin ich Ihnen, Herr Minister, dankbar für diese Regierungserklärung zu Beginn dieses Jahres. Ich will aber an den Anfang eine Bemerkung machen, die sich an verschiedenen Stellen durch meine Ausführungen ziehen wird, die etwas mit der Ritualisierung von Politik zu tun hat, die möglicherweise ein Teil des Problems der politischen Kultur und der Verwerfungen, die wir derzeit im Land deutlich spüren können, zu tun haben, nämlich der Versuch zu machen, in solchen Erklärungen wie heute mal wieder zu erklären, wie die schöne neue Welt aussieht, aber in der konkreten und realen Umsetzung unter diesem Anspruch deutlich hindurchzulaufen. Auf der anderen Seite auch der Versuch von Opposition, das will ich ausdrücklich am heutigen Tage einräumen, alles und jedes in Misskredit zu bringen, weil es sozusagen nicht reicht und die am Ende in eine Tonnenideologie laufen, die nur dazu führt, dass die Fallhöhen dessen, was wir an Ansprüchen formulieren, so hoch schraubt, dass am Ende die Vertrauensfrage, die ja ganz offensichtlich in die Handlungsfähigkeit des demokratischen Staates derzeit von vielen Bürgerinnen und Bürgern gestellt wird, nicht mehr zu erfüllen ist. Und vor dieser Eigenwahrnehmung möchte ich dennoch einige substanzielle Bemerkungen zu Ihren Ausführungen machen. Ja, es ist richtig, dass die Digitalisierung ins Zentrum auch der hessischen Bildungspolitik gehört. Ja, es ist richtig, dass wir mit dem Digitalisierungspaket und Pakt erhebliche zusätzliche Mittel gewinnen, um unsere Schulen fit zu machen für diese große Aufgabe. Es ist aber mitnichten so, Herr Minister, dass das von Anfang an mit großer Freude und Begeisterung in Anspruch genommen wurde. Ich erinnere mich an die Ausführungen des Ministerpräsidenten und von Ihnen, die dezidiert zu Beginn der Verhandlungen sich gegen die Annahme ausgesprochen haben, weil 70 Millionen € pro Jahr aus Ihrer Sicht zu wenig waren, um dem Bund eine gewisse Gestaltungsmächtigkeit in der Kultushoheit zu gewinnen. Man kann diese Position vertreten, aber dann am heutigen Tage so zu tun, als wäre das sozusagen das der eigene Erfolg, das eigene Programm, finde ich zumindest nicht in Ordnung. Dazu kommt, dass Sie zu wesentlichen inhaltlichen Fragen im Kern nichts ausgeführt haben. Eine der zentralen Fragen, Sie haben es mit einer Nebenbemerkung formuliert, lautet, was ist der Inhalt, der Content, wie man so schön sagt, der im Rahmen von Digitalisierungsstrategien zur Verfügung gestellt wird? Das Whiteboard an der Wand ist nicht das Ende des Kreidezeitalters in der Schule. Wir haben über völlig andere Formen von Pädagogik zu reden. Wie gehen wir mit dem Thema Lehrer, Fort- und Weiterbildung? Es ist immer noch so, dass pro Stelle das Land Hessen 40 € pro Jahr für Fort- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stellt. Und wenn man das vergleicht mit Fortbildungs- und Weiterbildungsbudgets anderer Institutionen, wissen wir doch alle, dass das nicht reicht. Ich weiß sehr wohl, dass Ressourcen knapp sind. Aber wir sollten nicht so tun, ich bin wieder bei dem Punkt Anspruch und Realität, so zu tun, als wären jetzt schon alle Fragen gelöst. Ganz im Gegenteil, auch gilt das für die Kooperation mit Kommunen. Der Hessische Städtetag hat Ihnen ziemlich hart und klar in der letzten Woche ein Stammbuch geschrieben, genauso wie der Hessische Landkreistag, dass die Art und Weise der Kooperation völlig unzureichend ist. Und wir wissen, dass die Digitalisierungsfragen nur im Verbund zwischen Städten und Gemeinden, also den Schulträgern und dem Land am Ende gelöst werden können. Und ich will zumindest abschließend zu diesem Block sagen,
dass die Konstruktion, die Sie derzeit anwenden, nämlich über Werkverträge auf bestehende Arbeitsverträge von Lehrerinnen und Lehrern, Beamten wie Angestellten, über Werkverträge zusätzliche Kapazitäten zu heben, nicht nur aus arbeitsrechtlichen Gründen, ein wirklich gewagter Weg ist, um diese große Aufgabe anzugehen. Und deswegen, ja, es ist richtig, dass Sie es zum Thema gemacht haben, aber so golden, wie Sie es beschrieben haben, ist es noch lange nicht. Die Arbeit fängt überhaupt erst an, und wir sollten ein bisschen redlicher in dieser Debatte miteinander umgehen. Ich will das und sage das ausdrücklich mit Blick darauf, dass es keine einfachen Antworten gibt. Dasselbe gilt für Ihren Anspruch, den ich ausdrücklich für richtig halte, den Sie mit Blick auf die große Studie von John Hattie beschrieben haben, zur Bedeutung der Lehrkraft für die Pädagogik und den Bildungserfolg in den Schulen. Mein Problem ist nur, Herr Minister, Sie haben den Satz nahezu wörtlich vor 5 Jahren in Ihrer Regierungserklärung schon einmal formuliert. Seitdem ist der Anteil des fachfremden Unterrichts in Hessen gestiegen. Er ist nicht kleiner geworden. Das heißt, Sie haben ein Gap, das Anspruch und Wirklichkeit in ein vernünftiges Verhältnis bringt. Sie haben am Ende noch einmal versucht, auf die schwierige Situation der Lehrerversorgung, Fachlehrerversorgung hinzuweisen. Über Unterrichtsausfall haben Sie gar nicht geredet. Wir wissen, dass das ein unliebsames und auch schwieriges Thema ist, weil ein wesentlicher Teil Ihres Wahlerfolges vor 20 Jahren genau in dieser Frage begründet ist. Aber wenn der Landeselternbeirat Ihnen in einer aktuellen Studie und Untersuchung sagt, dass es da ein Problem gibt, dann muss man sich mit der Frage beschäftigen. Ja, zumindest hat der Landeselternbeirat, mein lieber Michael Boddenberg, Zahlen. Das kann man vom Ministerium nicht behaupten. Ähnlich gilt das für die Frage des Umgangs. Ich will es einfach angesprochen haben. Wir haben ein echtes Problem. Sie wissen, dass ich mich in Zukunft noch stärker mit Personalfragen beschäftige. Die Anzahl der Überlastungsanzeigen im Bildungssektor muss uns größte Sorgen machen, was die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems in Zukunft angeht. Es ist ein Problem, dass Sie heute wieder nicht zur Frage der Vergütungs- und Arbeitsstrukturen in den Grundschulen und für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer eine Botschaft gehabt haben. Es ist Ihre erste Regierungserklärung in dieser Legislaturperiode. Dass Sie manchmal Probleme mit Zahlen haben, habe ich eben schon einmal angedeutet. Es gibt allerdings eine Zahl, die Sie uns zugerufen haben, aber es ist ein Hinweis darauf, dass wir fürchterlich aufpassen müssen, dass wir nicht so tun sollten in öffentlichen Debatten, dass wir schon die Lösung haben, sie beschreiben und die Wirklichkeit aber ein anderes. Ihre mobile Lehrerreserve, die ein interessantes und kluges Instrument ist, wo Sie aber jetzt einräumen mussten auf eine kleine Anfrage des Kollegen Degen, dass weniger als die Hälfte aller Stellen überhaupt besetzt sind, ist sozusagen eines dieser Instrumente, wo gesagt wird, da haben wir eine Lösung, aber sie funktioniert sehr eingeschränkt. Ich bin ja dankbar, dass wir endlich einmal problemorientierte Zahlen bekommen haben aus dem Haus. Das ist erstaunlich genug angesichts der Situation. Aber es ist für mich wirklich ein Paradebeispiel dafür, wo wir höllisch aufpassen müssen, dass nicht Erwartungen bedient werden, die sie gar nicht erfüllen, und am Ende die Frage von Vertrauen wirklich substanziell weiter infrage gestellt wird. Und ich kann es Ihnen am heutigen Tage, auch weil es den Kollegen aus den Personalräten versprochen haben, nicht ersparen, das, was derzeit rund um das Staatliche Schulamt in Friedberg passiert, die Art und Weise des Umgangs mit den Kolleginnen und Kollegen dort, auch in der Lehrerfortbildung, die ist einfach nicht in Ordnung. Meine herzliche Bitte ist einfach, anders mit den Leuten umzugehen. Die ist nicht in Ordnung. Das gilt für die Informationspolitik, das gilt für die Beteiligung, und die Konstruktionen, die jetzt offensichtlich am Ende gefunden wurden, werden auch noch schräger. Ich will damit zu Ihrem dritten Punkt kommen. Sie wissen, dass wir, als Sie den Koalitionsvertrag vorgelegt haben, einen Punkt ganz besonders gewürdigt haben, und zwar positiv gewürdigt haben. Das ist der neue Anspruch bei dem Thema Ganztagsschule. Wir halten es für richtig, dass da endlich Dynamik reinkommt. Wir haben derzeit bei den Grundschulen, wenn wir über sogenannte echte Grundschulen nach unserer Diktion, also Profil 3, reden, 15 von 1.100 Grundschulen. Jetzt kann man lange konzeptionell über die Frage streiten. Sie heben jetzt den Anspruch, dass 250 Schulen neu und stärker gewürdigt werden sollen.
Aber dann passieren so Sachen, dass die Bergwinkel-Grundschule in Schlüchtern jetzt vom Profil 3 zurück in den Pakt geht, weil durch die Mengenbetrachtung am Ende sie im Pakt besser finanziell ausgestattet werden als im Profil 3. Und das zählen Sie auch noch als Weiterentwicklung mit. Und ich sage Ihnen, wir werden da sehr genau hingucken, was Sie wirklich da machen. Dass Sie die Richtlinien verändern wollen, haben wir zur Kenntnis genommen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir da einen großen Schritt vorankommen. Ich bin nicht ganz sicher. Aber auch das gehört zur Frage Anspruch und Realität. Und das gilt auch für Ihr großes Thema Bildungssprache Deutsch. Und ich will ganz bewusst an den Anfang eine selbstkritische Bemerkung machen. Als nach dem Regierungswechsel vor 20 Jahren die Union mit dem Thema Deutsch als in den Vorlaufkursen kam und wir teilweise erbitterte, ich habe mir das noch einmal angeguckt, erbitterte Debatten hatten über die Frage, was passiert da? Da sind Sätze gefallen, da schluck ich heute aus der Rücksicht, auch von anderen Fraktionen, die möglicherweise heute in anderen Rollen sind. Sage ich sehr klar selbstkritisch, wir waren damals nicht sensibel genug für den Punkt Sprachförderung Deutsch. Sage ich ausdrücklich, wir waren nicht sensibel genug. Das aber jetzt zu Dogmen zu machen, ist umgekehrt auch falsch. Wir wissen aus der Sprachwissenschaft, dass die Muttersprache in solchen Familien eine zentrale Rolle spielt bei dem richtigen Erlernen einer weiteren Sprache. Und das Gegeneinanderstellen, und das war damit ein Teil der politischen Auseinandersetzung, wir nicht ganz sicher waren, was die Motivlagen von Roland Koch und der Hessischen Union waren in dieser Frage. Dass wir vielleicht jetzt auch mal die Chance nehmen, wenn wir das ernst meinen beim Thema Sprachförderung, dass die Rolle des muttersprachlichen Unterrichts zur Verbesserung von Sprachkompetenzen auch in der dritten und vierten Generation endlich wieder eine bessere Rolle spielt, damit wir endlich weiterkommen in diesem Feld. Zur Realität gehört auch, Herr Lorz, dass die Förderstunden für Seiteneinsteiger unter Schwarz-Grün in der letzten Periode zusammengestrichen wurden. Sie sind weniger geworden. Auch das ist ein Problem, wenn wir über Sprachförderung reden. Und Sie haben ja über Ihr Lieblingsthema Schreiben und Hören schon gesprochen. Der Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung gesagt, wir schaffen Schreiben nach Gehör ab. Auf die entsprechende mündliche Frage des Kollegen Degen, wie viele Schulen sind eigentlich betroffen, hatten Sie mal wieder keine Antwort. Die haben Sie auch heute nicht gegeben. Wir wissen gar nicht, an wie vielen Schulen das so ist. Und insofern noch einmal, wir sollten nicht Themen hochfahren, die möglicherweise wirklich nur an Randthemen sind, trotzdem Themen sind, die man beschäftigen muss. Aber am Ende man den Blick für die eigentlich großen Themen dabei verliert. Und damit bin ich beim letzten großen Punkt, den Sie angesprochen haben. Das ist das Thema der politischen Bildung. Und das schließt ein bisschen an das, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, die politische und kulturelle Bildung ist eine der zentralsten und wichtigsten Aufgaben in unserem Bildungssystem. Und ja, nicht nur in Hessen, aber auch in Hessen ist da in den letzten 20 Jahren vieles falsch gemacht worden. Die Rolle und Bedeutung von politischer und kultureller Bildung ist leider nicht hoch genug. Das gilt nicht nur für dieses Bundesland, das gilt de facto für alle, wenn man sehr klar und ehrlich ist. Und das holt uns möglicherweise ein. Demokratie ist eine Staatsform, die man lernen muss. Die saugt man nicht mit der Muttermilch auf. Und deswegen ist das richtig, das Grundgesetz auch Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen. Ich halte es ausdrücklich für richtig. Aber es darf bei dieser Maßnahme nicht bleiben. Das, was Sie im Bereich des Curriculums für den Politik- und Wirtschaftsunterricht in der Oberstufe gemacht haben in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, ist eine Fehlentwicklung. Sie haben im Bildungsgipfel die Rolle der politischen und kulturellen Bildung als Stärkungsthema noch ausdrücklich abgelehnt. Sie wollten nicht an dieses Thema ran. Aber das ist ein Kern, der gestärkt werden muss, wenn wir Menschen befähigen wollen, mit den Veränderungen unserer Zeit zurechtzukommen. Das ist der wesentliche Teil des Bildungsauftrages. Und Sie bleiben dabei leider unkonkret. Auf die Kleine Anfrage des Kollegen Degen
haben Sie die Antwort jetzt auf den Oktober verschoben. Sie haben außer der Verteilung des Grundgesetzes im Prinzip nichts gesagt. Und ich will mir die kleine Nebenbemerkung nicht ersparen. Sie haben ja auch über ein Sommerlochthema geredet. Es gab da noch ein zweites Sommerlochthema. Das waren Ihre Ausführungen zum Thema Fridays for Future. Und ich bin nicht sicher, ob es sonderlich klug ist, wenn man über politische Bildung und politische kulturelle Bildung redet, dann denen, die sich engagieren in dieser Art und Weise, denen anschließend mal gleich mit dem Hammer zu drohen und zu sagen, nach dem Motto, wenn ihr das jetzt weitermacht, dann gibt es Bußgelder, sonstige Sanktionen. Auch da gilt, man sollte ein bisschen wägen, was da passiert. Mir muss auch nicht alles gefallen, aber die Art und Weise des Umgangs fand ich zumindest hochgradig problematisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bildung entscheidet unsere Zukunft. Sie ist und sie bleibt eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit. Sie erst ermöglicht den Menschen, sich selbstbestimmt Ziele zu setzen und Träume zu verwirklichen. Sie befähigt ihn zu Demokratie und sozialer Verantwortung. Sie öffnet ihm die Chance auf Arbeit und sorgt immer neu für Teilhabe und soziale Aufstiegsperspektiven. Das ist der Anspruch. Die Wirklichkeit ist heute, dass nach wie vor die soziale Herkunft den Bildungsweg von Kindern so sehr beeinflusst wie in nahezu keinem anderen Land der entwickelten Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, ich bitte Sie um einen kleinen zeitlichen Nachschlag. Ich komme jetzt zum zweiten, nicht mehr ganz so langen Teil. Aufgrund der Besonderheit des Tages wollen wir heute sehr liberal sein in der Frage. Sie können es gerne in Zukunft von meiner Redezeit abziehen. Ja. Ich werde das mit Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger klären. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Sinne habe ich 1986 an Schülerdemonstrationen während der Schulzeit teilgenommen, um gegen die damals rot-grüne Bildungspolitik in Hessen zu demonstrieren. Als es darum ging, Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe einzugrenzen. Und bin danach im August 1986 in die Sozialdemokratische Partei eingetreten, um mich für Bildungsfragen von innen zu engagieren und sie zu verändern. Und es ist ein schöner Zirkelschluss am heutigen Tag, meine letzte Rede in diesem Haus zu Bildung halten zu dürfen. 581 Redebeiträge in diesem Haus haben mich in 16 Jahren hier erfüllt. 484 Plenartage, nicht alle erfüllt, das will ich auch so sagen. Wir haben übrigens auch einmal versucht, die Zwischenrufe zu zählen. Ich habe das vorhin schon einmal gesagt. Bei der ersten Regierungserklärung von Roland Koch, als ich als Fraktionsvorsitzender antworten durfte, hatte ich 62 Zwischenrufe aus den Reihen der Regierung. Ich habe 30 zurückgegeben. Ich muss allerdings fairerweise einräumen, es gab auch Sitzungen im Parlament, da war das Verhältnis umgekehrt. Ich will die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen zu bedanken. Ich will ganz bewusst beginnen mit den Reinigungskräften hier im Haus, mit den Boten, mit dem Personal. Und ich will das deswegen an den Anfang stellen, weil es natürlich auch viel mit mir zu tun hat, aber vor allem, weil ich mich in diesen 16 Jahren nie daran gewöhnt habe und gelegentlich auch Leute direkt angesprochen habe, dass Abgeordnetenkollegen ohne zu grüßen an diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses vorbeigehen. Ich finde es unanständig. Und bitte Sie alle sehr darauf zu achten. Wir wollen alle, dass unser Arbeitsumfeld sauber ist. Und ich finde, die haben allen Anspruch darauf, dass wir respektvoll mit ihnen umgehen. Ich will, und die Kollegen Fraktionsvorsitzenden wissen, was ich damit meine, und ich beziehe mich damit ausdrücklich auf eine aktuelle Debatte, mich bei unseren Fahrerinnen und Fahrern bedanken. Wir verbringen als Fraktionsvorsitzende oft sehr viel mehr Zeit in der Woche mit unseren Fahrerinnen und Fahrern als mit unseren Familien. Wir haben alle zusammen im Jahr locker irgendwas zwischen 100.000 und 150.000 Kilometer auf der Straße. Wir vertrauen denen unser Leben an. Das ist unser Arbeitsraum, das ist unser Büro. Die machen echten Knochenjob für uns, aber ohne die könnten wir unsere Arbeit nicht machen.
Herr Bouffier, ich will mich bei Ihnen und bei der Landesregierung bedanken. Das wird Sie vielleicht jetzt ein bisschen befremden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir jetzt nicht die allergrößten Freunde geworden sind in den letzten Jahren, dass wir auch über den Vertrauenspunkt häufig mal miteinander diskutiert haben. Aber ich will sagen, und ich will das heute positiv wenden, wir hatten an den entscheidenden Stellen das notwendige Vertrauensverhältnis. Ein Vertrauensverhältnis, das uns in schwierigen Zeiten, das gilt auch für Ihren Vorgänger, zu sehr schnellen und undogmatischen und flexiblen Entscheidungen gebracht haben. Das gilt für den Umgang in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, als wir wirklich im Schweinsgalopp Konjunkturprogramme auf den Weg gebracht haben, um zigtausende Menschen in Lohn und Brot zu halten. Und wir bewiesen haben, dass der demokratische Staat, wenn er will, sehr wohl handlungsfähig ist und das sehr zielgerichtet. Dass wir bei Fragen wie Opel zu Lösungen gefunden sind, die undogmatisch waren, obwohl man ideologisch möglicherweise aus sehr unterschiedlichen Perspektiven kommt. Und natürlich ganz besonders im Zusammenhang mit der Humanitätskrise 2015. Heute, exakt vor 4 Jahren, ging ein Bild um die Welt, das so viel formuliert und zeigt, das Bild von Alan Kurdi, diesem 4-jährigen Jungen, der auf der Flucht aus Syrien mit den meisten Teilen seiner Familie ertrunken ist. Dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf. Und es ist für mich einer der Momente, die einen daran erinnert, dass jenseits aller Streitigkeiten, die wir miteinander haben, es um sehr viel substanziellere Sachen geht. Und als ich Sie damals im Sommer 2015 angerufen habe aus dem Urlaub, vor diesem Ereignis, dass die hessische Sozialdemokratie das Angebot formuliert, auf jede Form der politischen Profilierung gegen die Landesregierung in dieser Situation zu verzichten und mit Ihnen zusammen dafür zu sorgen, dass wir die großen Aufgaben meistern, war vielen Beobachtern, aber uns selbst auch klar, dass uns das parteipolitisch mal gerade gar nichts bringt. Aber ich will das für mich formulieren und für meine Fraktion, für meine Partei, es war mehr als staatspolitische Raison. Es war für uns eine Frage des Anstands und des Respekts vor dieser großen humanitären Katastrophe, vor der oder mit der diese Welt konfrontiert war, erstmals in dieser Form auch in Deutschland, alles zurückzustellen und dafür zu sorgen, dass die Aufgaben erledigt werden. Und das haben wir geschafft. Und darauf bin ich bis heute ziemlich stolz. Das Letzte, auf was ich stolz bin in diesem Kontext, ist, dass es uns gelungen ist, in Zeiten der hessischen Verhältnisse, die nicht für alle angenehm waren und die auch schwierig waren, die meine Partei auch an Belastungsgrenzen geführt haben, und trotzdem da ganz viel passiert ist. Für den Parlamentarismus war das ein großartiges Jahr, weil wir ernsthaft angefangen haben, miteinander über Lösungen zu arbeiten. Und dass es uns gelungen ist, und deswegen ist der Zirkelschluss mit der Bildungsdebatte heute schön, die Studiengebühren wieder abzuschaffen, das ist schon ziemlich gut gewesen. Es hat Spaß gemacht. Ich will fast zum Schluss kommen. Ich will mich bei den Kollegen Fraktionsvorsitzenden bedanken. Bei dir, lieber Michael, unser Weg hat lange gedauert, aber war am Ende ein ziemlich guter. Dafür herzlichen Dank. Lieber Matthias, auch bei dir, weil du die Kraft hattest in Zeiten, wo es auch manchmal schwierig war zwischen uns und Rot-Grün in den letzten Jahren, trotzdem den Kraft zu haben, aus der Regierungsverantwortung heraus gesprächsfähig zu bleiben. Das unterscheidet dich und das hat mich sehr gefreut. Lieber René, das gilt für dich natürlich auch. Wir haben in den letzten Jahren wirklich eng zusammengefunden. Wir haben ein paar Sachen echt gut auf den Weg gebracht. Im Übrigen dann am Ende, zu Beginn dieser Periode, auch gemeinsam mit Janine und einer anderen Fraktion. Ich will mich dafür ganz herzlich bedanken, weil es eine besonders vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dir in den letzten Jahren war. Und das gilt, liebe Janine, natürlich auch für dich. Mit euch beiden ist auch so etwas wie eine persönliche Freundschaft entstanden, die belastungsfähig weit übereinander. Ich will jetzt keine Unruhe schaffen. Also für Spanien hätte es jetzt nicht gereicht, aber
Aber es wäre, sage ich mal, zumindest ist es ein Hinweis darauf, dass unter der Oberfläche vieles möglich war. Ich will das deswegen an das Ende stellen, weil in den letzten 10 Jahren, ist zumindest meine Beobachtung, etwas passiert ist. Dieser Landtag war immer irgendwie auch ein bisschen stolz darauf, dass es das am härtesten diskutierende Parlament ist. Und gleichzeitig haben wir uns alle gefragt, haben wir noch alle Tassen im Schrank? Ist das eigentlich der richtige Umgang? Und ich finde schon, dass wir in den meisten Fällen, ja, es gab Verletzungen, keine Frage, auf allen Seiten, aber der Hass, der teilweise Debatten in den 70er, 80ern bis in die 90er hinein auch Parlamentsdebatten geprägt hat, den habe ich in der Form in den letzten Jahren nicht mehr erlebt. Und das hat was damit zu tun, dass wir, glaube ich, wechselseitig einen ganz guten Weg gefunden haben, auch mit solchen Sachen umzugehen. Und deswegen dafür ganz herzlichen Dank. Vorletzte Bemerkung. Ich danke meiner Fraktion, die mich getragen und häufig auch ertragen hat. Ich wünsche ihr viel Erfolg in diesem Haus. Ich will mich abschließend bedanken bei den Bürgerinnen und Bürgern, die mir persönlich und meiner Partei das Vertrauen gegeben haben. Ich bin ziemlich sicher, dass das auch wieder mehr werden. Ich will am Ende sagen, dass ich stolz und dankbar bin, 16 Jahre diesem Haus angehört zu haben, mit Ihnen gemeinsam, manchmal auch gegen Sie, Dinge zu diskutieren, zu erstreiten, zu verändern. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie sich jeweils treu. Herzlichen Dank. Lieber Kollege Schäfer-Gümbel, über die Redezeit will ich den Mantel des Schweigens hüllen. Aber nichtsdestotrotz mich sehr herzlich für diese am Ende auch sehr bewegende Rede bedanken. Wir haben vereinbart, dass ich Gelegenheit nehme, heute Abend zu Ende der Sitzung für das gesamte Haus die ein oder andere Bemerkung zu unserem politischen Zusammenleben aller derjenigen, die hier in diesem Landtag sich befinden, das ein oder andere Wort noch, die ein oder andere Bemerkung zu machen. Vielen herzlichen Dank für diese Abschiedsrede, die Sie hier gehalten haben. Ich glaube, Ihre abschließenden Worte und der damit verbundene und darin deutlich gewordene Appell auch für die Zukunft hat uns sehr gut getan. Herzlichen Dank und für die Zukunft, das darf ich jetzt schon sagen, alles, alles Gute und Gottes Segen. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist der Kollege Daniel May. Ich weise rein vorsorglich auf die vereinbarten 15 Minuten hin, lieber Herr Kollege May. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Schäfer-Gümbel, ich glaube, bevor ich mich den Einzelheiten der hessischen Schulpolitik weiter widme, ist mir ein Anliegen, auch meiner Fraktion namentlich, dir Dank zu sagen anlässlich deiner letzten Rede. Wir haben dich als integren Menschen und überzeugten Demokraten mit großer Bodenhaftung kennen und schätzen gelernt. Thorsten Schäfer-Gümbel ist immer für seine Überzeugung mit Engagement und Werf eingetreten und als überzeugter, authentischer Sozialdemokrat hast du viel für unser Gemeinwesen bewirkt. Du hast schon auf das hingewiesen, auf die große Übereinkunft mit der Regierung im Jahre 2015, als es dein Engagement auch war,
über die Grenze Opposition und Regierung hinaus Verantwortung zu übernehmen, über diese Grenze hinaus Konsens zu schaffen, um eben diese große humanitäre Aufgabe, die Aufnahme zehntausender Flüchtlinge, im Konsens zu erledigen, auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, dass das eine ganz große Errungenschaft und ein großer Erfolg deiner Tätigkeit als Fraktionsvorsitzender in diesem Haus gewesen ist. Wir sagen also vielen Dank für die geleistete Arbeit für unser Land und wünschen dir für deinen Lebensweg alles Gute. Einer der Punkte, die Thorsten Schäfer-Gümbel in seinem Redebeitrag zur Regierungserklärung des Kultusministers aufgemacht hat, war die Frage der Entkoppelung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg in unserem Land. Und auch für uns GRÜNE ist das eine entscheidende Fragestellung, die wir in Regierungsverantwortung weiter auf den Weg bringen wollen. Die Frage, Chancengerechtigkeit herzustellen, die soziale Herkunft eben nicht über den Bildungserfolg von jungen Menschen, von Kindern entscheiden zu lassen, ist eine der großen Herausforderungen der Schulpolitik. Ein weiterer Orientierungspunkt unserer Schulpolitik ist eine aktivierende Schulpolitik. Wir setzen darauf auf Freiwilligkeit. Wir wollen keine Vorschriften machen, sondern wir wollen ermöglichen statt verordnen. Und wir wollen eine Schulpolitik, die daran setzt, dass Schülerinnen und Schüler Kompetenzen erwerben, die sie später beispielsweise für ein Studium oder für eine Berufsausbildung brauchen. Aber wir sagen auch, dass Bildung sich nicht nur auf Fragen der wirtschaftlichen Nutzlichkeit reduzieren darf. Und von daher möchte ich zusammenbinden. Wir nehmen die Sorgen und Nöte der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, aber auch der Lehrerinnen und Lehrer ernst. Wir setzen auf Dialog mit ihnen sowie auf die Weiterentwicklung der Schulen von unten heraus, eine Schulentwicklung, die mit den Schulen, nicht gegen den Schulen erfolgt. Mit diesen politischen Prämissen setzen wir ganz konkrete politische Projekte durch, und zwar in der Koalition von CDU und GRÜNEN, wo wir durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen auf die Dinge haben, aber diese Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung als Bereicherung wahrnehmen. Und wir haben in diesem Bereich mit viel Ressource der Bildungspolitik Geltung verschafft, indem wir in den letzten Jahren trotz leicht zurückgehender Schülerzahlen rund 5.000 zusätzliche Stellen für unsere Schulen geschaffen haben. Das zeigt, welche überragende Priorität der Schulbereich für uns hat. Und eine zentrale Entwicklungsachse unserer Schulpolitik ist der Ganztagsschulausbau. Ein großes Ziel war dabei, dass wir denjenigen Eltern, die im Grundschulbereich ein Betreuungsangebot brauchen, dass wir denen ein Angebot machen, weil wir dort, als wir die Regierungsgeschäfte 2014 mit übernommen haben, noch eine gewisse Lücke übernommen haben und dort eine große Nachfrage nicht befriedigt werden konnte. Mit dem Pakt für den Nachmittag haben wir das größte Ganztagsschulprogramm in der Geschichte Hessens auf den Weg gebracht. Und wir wissen, dass, weil wir noch eine weitere Lücke haben, dass es immer noch Menschen gibt, die noch kein Betreuungsangebot für sich gefunden haben, dass wir diesen Pakt für den Nachmittag weiter ausbauen wollen und ihn zum Pakt für den Ganztag weiterentwickeln wollen, sodass allen Eltern, die das brauchen, ein adäquates Betreuungsangebot vorgehalten werden kann. Zudem ermöglichen wir bis zu 50 Schulen pro Jahr die Möglichkeit, gebundene Ganztagsschulen, sogenannte Profil-3-Schulen zu werden. Und auch diese Entwicklung kann nur dann gelingen, wenn wir auf Freiwilligkeit setzen, wenn wir ermöglichen statt verordnen. Nur wenn wir auf diesem Wege die Schulentwicklung weitergehen, werden wir die Frage der Betreuungssicherheit mit der Chancengerechtigkeit verbinden können. Und ich glaube, auch das ist eine sehr begrüßenswerte Entwicklung für den Ganztagsbereich. Und die Frage der Bildungspolitik ist auch eine Frage der Sozialpolitik. Wir setzen auf eine Bildungspolitik, die soziale Verantwortung ausstrahlt. Und eine der wichtigen Komponenten, der wichtigen Kennzahlen in diesem Bereich ist die Frage, wie viele Schülerinnen und Schüler gehen ohne Schulabschluss von unseren Schulen ab. Erfreulicherweise konnten wir dort die Quote von ehemals 5,5 %
auf 2,3 im Schuljahr 2017/2018 senken. Das ist zweifelsohne ein guter Zwischenerfolg, der uns zeigt, wie wichtig das Thema ist. Gleichwohl will ich an dieser Stelle ganz klar sagen, wir wollen hier weitergehen. Unser Ziel ist, dass kein Kind, dass kein Jugendlicher zurückgelassen wird. Deswegen haben wir gesagt, wir führen die Programme fort, die wir schon auf den Weg gebracht haben, beispielsweise die Ostercamps. Aber wir tun noch mehr. Wir wollen ein besonderes Programm für diejenigen Schulen, die sich mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sehen. Wir wollen, dass die Schulen mit den größten Herausforderungen die besten Schulen dieses Landes werden. Dazu gehört für uns die besondere Zuweisung nach sozialen Integrationsindex weiter aufbauen, die Aufstockung von UBUS, Schulsozialarbeiterstellen, eine pauschale Zuweisung von Förderschullehrkräften, und zwar als feste Mitglieder in die Kollegien der Regelschulen, und eine besondere Zuweisung im Bereich des Sozial- und Integrationsindexes. Ich möchte nochmals betonen, das sind Maßnahmen, die wir machen, um die Chancengerechtigkeit in Bildung noch weiter zu stärken. Weil uns wichtig ist, dass die soziale Herkunft und der Bildungserfolg weitestmöglich entkoppelt wird, damit kein Kind, kein Jugendlicher zurückgelassen wird. Und ein weiteres Grundprinzip unserer Schulpolitik ist die Freiwilligkeit. Wir wollen, dass Schulen eigenverantwortlich entscheiden können, dass sie die Möglichkeit haben, selber etwas auf den Weg zu bringen. Und aus dieser Idee, zusammen mit der Idee der pädagogischen Freiheit, ist das Programm der pädagogisch selbstständigen Schulen entstanden. Wir werden damit denjenigen Schulen, die sich auf den Weg machen wollen, die Freiheit geben, neue Konzepte zu erproben und damit Unterrichtsrealität zu gestalten. In dieser Wahlperiode sollen 150 hessische Schulen bei der Entwicklung von Unterrichtsqualität neue Wege gehen können. Das betrifft insbesondere die Einrichtung jahrgangsübergreifender Lerngruppen, die stärkere Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern in die Unterrichtsgestaltung, die Möglichkeit, auf Ziffernoten zu verzichten, fächerübergreifend zu arbeiten oder in weiteren denkbaren Fragestellungen von der normalen Unterrichtsorganisation abzuweichen. Ich möchte betonen, dass diese Freiheitsgrade kein Verzicht bei der Frage des Erreichens von Standard bedeutet. Die Kerncurricula, die Bildungsstandards, der hessische Referenzrahmen, Schulqualität gelten für die pädagogisch selbstständigen Schulen genauso wie für alle anderen Schulen auch, sondern es geht uns darum, neue Wege zum Erreichen dieser Standards zu finden und damit ein besonderes motivierendes Moment an diesen Schulen zu ermöglichen, sodass sie besser als zuvor diese Ziele erreichen können. Es geht also darum, nicht Standards zu relativieren, sondern neue Wege zum Erreichen dieser Ziele aufzunehmen. Und so wie die Hochschulautonomie im Bereich der Wissenschaft ganz neue Impulse gegeben hat, glauben wir, dass die pädagogisch selbstständigen Schulen im Bereich der schulischen Bildung neue Potenziale entfesseln würden. Und auch im Bereich der Digitalisierung gehen wir mit klarem Wertekompass voran. Wir wissen um die Chancen, die Digitalisierung für den Bildungsprozess haben kann. Wir wissen aber auch um die Grenzen und dass der Einsatz der digitalen Lehr- und Lehrmittel keine Wunder bewirken werden wird. Wir wissen, dass die Digitalisierung neue Kompetenzen, die von den Schülerinnen und Schülern zu erwerben sind, erfordert, Stichwort Grundverständnis im Programmieren. Wir wissen aber auch, dass die bisherigen Unterrichtsinhalte weiteren Stellenwert haben werden. Und wir wissen, dass auch ein kritischer Umgang mit digitalen Medien gelernt werden muss. Und wenn ich mir diese Bemerkung an dieser Stelle noch machen möchte, auch wenn digitale Medien scheinbar eine so große und wachsende Bedeutung haben, muss Schule gerade auch analoge Erfahrungen ermöglichen. Ich hebe dabei insbesondere die Fächer Kunst, Musik oder darstellendes Spiel hervor, die auch in Zukunft einen großen Stellenwert haben müssen. Aufgrund dieser konzeptionellen Überlegungen haben wir uns als Koalition überlegt, es wird nicht reichen, nur Geld weiterzugeben aus dem Bund-Länder-Pakt, sondern wir müssen ein abgestimmtes Programm haben, einerseits um Lehrerinnen und Lehrer zu stärken, damit sie wissen, wie sie die Digitalisierung gestalten müssen. Und wir müssen dieses Programm auch mit den Schulträgern abstimmen, sodass wir eine landesweite Regelung dahingehend haben, woran wir die Mittel einbringen wollen. Und das war uns Grünen auch besonders wichtig, dass wir mit einem Praxisbeirat und mit einem Landesfachtag eine enge Begleitung durch die schulische Praxis
diesen Prozess der digitalen Schule Hessen auf den Weg bringen. Und ich glaube, wenn wir diese enge Verzahnung mit der pädagogischen Praxis auf den Weg bringen, dass dann das Programm Digitale Schule Hessen zum Erfolg werden wird. Es ist vom Vorredner schon gesagt worden, wir haben eine angespannte Situation im Bereich des Lehrerarbeitsmarktes. Das ist in ganz Deutschland so. Wir beispielsweise lesen, dass in Nordrhein-Westfalen zum derzeitigen Zeitpunkt 4.000 Stellen noch offen sind oder dass in Berlin 60% aller neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrer nicht als solche ausgebildet sind, sieht man sehr deutlich, wie groß das Problem deutschlandweit ist und dass wir in Hessen dieses Problem dann vergleichsweise gut im Griff haben. Aber ich sage hier auch ganz deutlich, dass das kein Grund ist, hier Engagement zurückzufahren, sondern dass wir dieses Engagement im Bereich der Bildung von Lehrerinnen und Lehrern weiter aufwachsen lassen wollen. Wir haben in der letzten Wahlperiode schon mehr Studienplätze geschaffen. Wir haben Kapazitäten im Bereich Weiterbildung auf den Weg gebracht. Und wir haben mit der Verlängerung der Dienstzeit von Pensionären etwas kurzfristig auf den Weg gebracht. Trotzdem ist die Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt weiter angespannt, weshalb wir die Ausbildungskapazitäten weiter ausbauen, weshalb wir mehr Studienplätze schaffen, weshalb wir mehr Plätze im Referendariat geschafft haben, weil wir wissen, es kommt auf die Lehrerinnen und es kommt auf den Lehrer darauf an, es kommt ganz entscheidend auf die Lehrerinnen und auf den Lehrer darauf an, dass wir Schule gelingen lassen können. Und von daher ist die wichtigste Maßnahme gegen den Lehrkräftemangel, dass wir auf Dauer genug Lehrerinnen und Lehrer haben, dass wir die grundständige Ausbildung stärken. Insgesamt darf ich feststellen, dass die Schulpolitik für die schwarz-grüne Koalition absoluten Vorrang hat. Wir haben sowohl im Bereich Ausbildung von neuen Lehrerinnen und Lehrern die Kapazitäten aufwachsen lassen und haben die Stellen mit Geld hinterlegt, wohlgemerkt, in unserem Haushalt geschaffen, die zur Qualitätsentwicklung an unseren Schulen dienen werden. Wir haben mit den Stellen im Bereich UBUS, Schulsozialarbeiter, einen mächtigen Schritt im Bereich Multiprofessionalität getan. Wir haben mit dem Programm der Schulverwaltungskräfte eine neue Säule eingefahren, mit denen wir Lehrerinnen und Lehrer entlasten werden, sodass wir zum Ende dieses Jahres bereits 5.000 neue Stellen insgesamt an unseren Schulen geschaffen werden haben, obwohl in den letzten Jahren die Schülerzahl stagniert ist bzw. sogar leicht zurückgegangen ist. Das zeigt ganz deutlich, Investitionen in Bildung haben für uns weiter Vorrang. Wir wissen ganz genau, dass Investitionen in Bildung die wichtigsten sind, die meiste Zukunftsrendite haben. Daher setzen wir diesen Schwerpunkt, entlasten unsere Lehrkräfte, reagieren auf neuere Herausforderungen, und zwar in den Bereichen Ganztagsausbau, Chancengerechtigkeit, pädagogische Freiheit sowie Digitalisierung mit Sinn und Verstand. Das ist der Kompass für unsere Schulpolitik in den nächsten Jahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.